Name ist Nadine und ich bin Klamottensüchtig. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es mal wieder um das Thema Mode bzw. Klamotten aus dem Müll. Zum einen zeige ich euch, was ich die letzten Wochen so gefunden habe und zum anderen möchte ich euch ein bisschen die Hintergründe dazu erläutern. Wieso, weshalb, warum sollte man Klamotten aus dem Müll tragen? Ne? Ist das nicht eklig? Genau, dann legen wir jetzt einfach mal los. Finde, was bedeutet es dann für Mensch und Umwelt, vor allem auch für die Menschen, die das herstellen? Was bedeutet es, wenn ein Shirt, ja, oder sowas hier weniger kostet, als einmal essen zu gehen? Dank schnelllebiger Trends, dank Fast Fashion landen Klamotten heutzutage super, super schnell auf dem Müll. Vieles wird einfach nur gekauft, um es zu haben, weil es gerade in ist, weil es XY anhat und weil es so günstig ist, ja, warum nicht? Ob es mir gefällt oder nicht, ist ja egal. Zu Hause dann feststellen, oh, es zwackt hier, es zwickt hier, ist doch nicht so gemütlich wie gedacht. Ja, schmeißen wir halt weg. War ja eh billig, ne? Kann man ja günstig neu kaufen. Krasser Fact dabei, schätzungsweise liegen in Deutschland ungefähr 1 Milliarde Klamotten ungenutzt im Schrank. Zum einen, krasser Fact Nummer 2, in 20 Jahren hat sich die Produktion von Kleidung mehr als verdoppelt. In 20 Jahren. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, was das bedeutet. Allgemeinen Gründen, warum ich meine Klamotten von der Straße hole. Menschen setzen ihr Leben aufs Spiel. Die Modeindustrie ist für 8-10% des Treibhausgases auf der ganzen Welt verantwortlich. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst eure Familie ernähren. Es gibt keine anderen Jobs in eurer Umgebung und ihr seid darauf angewiesen. Ihr seid darauf angewiesen, Klamotten billig für den Westen herzustellen. Ich empfinde das als schamlose Ausnutzung unsererseits und ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie man da dahinter stehen kann. Oder wie man guten Gewissens solche Klamotten kaufen kann. Ich halte mich davon fern. Für mich selber kaufe ich da überhaupt nichts. Nada, null. Weil es auch einfach überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Ansonsten wird es ja auch nicht im Müll landen. Krass dabei auch, dass für zum Beispiel eine Jeans ja, 7000 Liter Wasser gebraucht werden. Und jetzt müsst ihr euch auch noch vorstellen, dass diese Jeans in einem Land produziert wird, wo es nicht genügend sauberes Trinkwasser gibt und sowieso Wasserknappheit herrscht. Ja? Selbiges gilt für Pullover. Ich glaube, für einen Pullover waren es sogar 8000 Liter Wasser. Ich meine, wenn nachhaltige Labels auf eine Bilanz von 200 Liter, 240 Liter Wasser pro Pullover kommen, da merkt man, man kann einiges tun. Abgesehen von den verwendeten Chemikalien in den Fabriken bestehen die Klamotten ja hauptsächlich auch aus synthetischen Fasern oder viel aus synthetischen Fasern auf Erdölbasis. Das haben wir dann alles auf der Haut. Ja? Und wenn wir es neu kaufen, ja, je frischer, desto mehr von dem giftigen Zeug ist natürlich auch noch enthalten. Auch Baumwolle ist problematisch. Ja? Da werden Pestizide eingesetzt, die Umwelt wird belastet, ganze Flüsse gehen da zugrunde, weil das ganze Dreckwasser dort reingeleitet wird. Und genau das wurde mir früher immer zum Verhängnis. Und das würde mir auch heute noch zum Verhängnis werden, wenn ich nicht einfach einen Stopp gemacht hätte und gesagt habe, nein, ich mache dieses Spiel nicht mehr mit. Vor einigen Jahren schon habe ich aufgehört, Klamotten zu kaufen. Ich habe mich schon vor langer, langer Zeit mit dem Thema nachhaltige Mode beschäftigt und auch mit Fast Fashion. So, jetzt habt ihr mal gesehen, was ich so finde und die Sachen sind wirklich schön. Die Sachen sind echt schön und teilweise noch echt neu, aber die üblichen Labels. Primark, einmal hier Primark, dann haben wir hier Kiabi. Das ist hier unten auch so ein Fast Fashion Label. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Dann haben wir hier Bershka. Weiß ich auch nicht, ob es das in Deutschland gibt. Ich kenne mich damit, wie gesagt, nicht aus. Ich sehe die Läden nur hier vor Ort. Bershka. Dann haben wir hier, das hier ist sogar von Primark, das Punktekleid. Passt mal auf hier. Nicht Primark, sogar von Primark. Sogar hier von Promod. Das ist ein bisschen teurer, war aber trotzdem im Müll.
unglaublich. Dann meine neue Lieblingshose, die ist auch von Primark, leider Gottes. Dann haben wir hier das blaue Top, das gefällt mir auch sehr gut. Das ist von Tesenis, weiß auch nicht, ob es das in Deutschland gibt. Und dann haben wir hier noch eine kurze Jeans von Lee. So. Genau, die anderen Sachen weiß ich nicht, ist teilweise No Name, teilweise irgendwelche Marken, die ich nicht kenne. Auf jeden Fall, das sind so die Dinge, die ich im Müll finde, nicht im Kleidercontainer, nicht im Kleidercontainer, wirklich im Müll. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, dann sorry, aber dann müsst ihr auf Instagram rüberhüpfen und dort in den Highlights, schaut mal, so schauen die Highlights aus und dann gibt es eins, das heißt Fair Fashion. Und da zeige ich ein bisschen, wie das aussieht, wenn ich die Klamotten am Müll finde. Zum einen bedeutet das für mich, ich muss weniger konsumieren, ich muss weniger Geld ausgeben, ich belaste das ganze System, das dahinter steckt, weniger. Das ist für mich natürlich optimal, dass ich auch nichts bezahlen muss dafür, klar. Spart jede Menge Geld. Deshalb gehe ich aber trotzdem nicht so mit den Klamotten um wie die Vorbesitzer. Also ich werfe sie dann nicht in den Müll, ich stelle sie dann auch wieder anständig neben den Müll. Ich finde so viel, dass ich leider nicht alles behalten kann. Ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite ist es gut für mich, weil ich so eine ständig wechselnde Garderobe habe. Ja, es hat alles positive und negative Aspekte. So auch das hier. Gibt es etwas, das ich noch kaufe? Ja, es gibt noch Dinge, die ich kaufe. Manches für die Kinder und Unterwäsche. Unterwäsche kaufe ich auch. Aber ich kaufe nur noch bei nachhaltigen Unternehmen. Fast Fashion kommt mir nicht mehr in die Tüte. Absolut nicht für mich persönlich selber. No go. Warum ich teilweise trotzdem neu kaufe? Das liegt daran, dass ich einfach nicht in Secondhand-Läden gehen möchte. Ich vertraue dem ganzen System nicht. Ich weiß, dass vieles aus den Kleidercontainern des guten Gewissens gespendet wird. Genau in diesen Secondhand-Läden landet. Und auch da möchte ich nicht mitmachen. Kann ich einfach nicht und werde ich auch nicht. So, und jetzt erzählt mir mal in den Kommentaren, ob ihr solche Klamotten von der Straße oder aus dem Müll tragen würdet. Warum? Warum nicht? Erzählt mir, wo ihr einkauft. Nachhaltige Labels, Fast Fashion Labels, Secondhand, wie auch immer. Erzählt mir das in den Kommentaren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ihr Lieben! Super, super viel dabei und das Coolste fand ich diese Schuhe, die habe ich euch in den Stories ja schon gezeigt. Ich finde die so, so, so cool. Ja, ich weiß, die meisten denken wahrscheinlich, das passt nicht zu mir, aber dann kennt ihr mich nicht gut genug. Ich bin früher in solchen Tretern rumgelaufen. Ich hatte nur hohe Schuhe an in meinem alten Leben und ich denke, ich kann das ab und zu machen, ohne dass ich meinen Füßen zu sehr schade. Dann war die Woche auch noch dieses Pärchen mit dabei. Die habe ich jetzt schon ein bisschen runtergelaufen. Die sehen schon ein bisschen dementsprechend aus. Fand ich auch voll cool. Ich habe nämlich eigentlich Herbstschuhe gebraucht. Ich bin bis jetzt nur in Flipflops rumgerannt und dann kamen die wie gerufen. Passt perfekt. Und dann, die habe ich jetzt schon eine Weile, aber ich finde die auch voll schick. So ein paar Stiefel. Die sind jetzt nur nicht überall so günstig anzuziehen, weil sie halt nicht zu allem passen. Ne? Ist halt pink. Geht nicht immer und deswegen bin ich froh, dass ich die schwarzen auch gefunden habe. Die meisten Sachen, die ich finde, das ist tatsächlich so diese von diesen Fast Fashion Labels und einfach die Mode zum Wegwerfen. Das zeigt es einfach eindeutig. Ich meine, ich komme so viel rum oder wir kommen so viel rum, wir finden so viele Klamotten, auch für die Kinder. Für die Aurelia habe ich ja jetzt Herbstkleidung gefunden. Kann ich euch auch mal zeigen. Da war zum Beispiel das hier dabei. Der Pullover, dann war das hier dabei, ist auch ein super süßer Pullover, aber der ist auch von Primark. Also ja, schon krass, wie die Leute damit umgehen, ja. Die kaufen das und es wird weggeworfen. Der Pulli, das ist wie ungetragen, auch die anderen Pullis. Hier den gleichen haben wir nochmal in dieser Farbe hier. Weder Flecken, Kratzer, Fädenzieher oder sonst irgendwas. Alles wie nagelneu. Hier haben wir noch was von Lego gefunden. Das habe ich in den Stories, glaube ich, gezeigt gehabt. Ja, das war jetzt das, was wir in den letzten Wochen oder Tagen gefunden haben. Und ja, da könnt ihr halt mal sehen, wie die Leute damit umgehen. Ja, und ich
finde das wirklich haufenweise, bergeweise. Und finde es einfach nur schade und traurig. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Dann nicht vergessen, das Video zu liken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.